Moin Moin. Ich zeige euch jetzt mal, wie man aus Scuddy im ausgewogenen Zustand einen fahrfertigen Roller baut. Einfach den Lenker ein bisschen nach oben kippen, den unteren Schnellspanner ziehen, also lösen, den Lenker rausziehen, nicht über die Stoppmarkierung gehen. Das gleiche gilt für die obere. Auch wieder festziehen. Wenn man will, kann man jetzt auch schon den Baumzug und die Hydraulikleitung darunter klemmen. Jetzt hier unten den Nasenklappbolzen ziehen, einfach rausdrücken, auf die Draht kippen und dann hat man ihn in der Hand. Jetzt den Lenker ranklappen, dabei auf das Spiralkabel achten. Gegebenenfalls leicht mit dem Finger nach oben rücken, damit er halt nicht einklemmt. Jetzt den Nasenklappbolzen einfach wieder durchstecken, an welcher Seite ist egal. Und hinten 90 Grad kippen und verriegeln. So, jetzt haben wir schon mal den Trolley-Zustand. Kann die jetzt einfach so hinter sich herziehen. Zum fahrfähigen Zustand muss man jetzt die Lenkalimentierung lösen, dafür einfach diesen silbernen Hebel hochziehen. Das klackt dann einmal. Jetzt ist die Spur freigegeben. Vorderradbremse leicht ziehen. Den Roller nach vorne kippen. Jetzt an der Seite den Schnappverschluss lösen. Die Schwinge wird gleich ein Stück nach unten sacken. Klack. Jetzt den Lenker leicht nach rechts einschlagen und von sich wegdrücken. Am Schutzblech anfassen und die Schwinge rüberklappen. Jetzt ganz wichtig, den Spannverschluss festziehen. Ohne ist es nicht möglich, Scuddy zu starten, aus Sicherheitsgründen. Einmal einrasten und mit dem mitgelieferten Schlüssel an der blauen Antenne einmal längs gehen. Scuddy schaltet sich an und ist jetzt fahrbereit. Ich zeige euch nochmal, wie man den Akku rausnimmt, falls man ihn halt nicht am Fahrzeug laden möchte, sondern zu Hause neben der Kaffeemaschine zum Beispiel. Einfach mit dem Schlüssel Scuddy ausschalten. Jetzt den Akku nach oben rausnehmen. Dies geht natürlich nur, wenn man das Akkuschloss entfernt. Das befindet sich entweder links oder rechts, in diesem Fall rechts. Schlüssel reinstecken, Schloss um 90 Grad drehen und aus dem Hauptrahmen rausziehen. Jetzt das Kabel entfernen. Nach hinten ziehen, bisschen drehen und ab. Darauf achten, dass der Schnappverschluss unten ausgerastet ist, weil man sonst am Hauptrahmen längs kratzt. Und jetzt den Akku einfach nach oben wegziehen. Über diese Ladebuchse kann er geladen werden. Das gleiche rückwärts. Akku drauflegen. Einmal runterdrücken. Das Kabel reinstecken. Leicht drehen, ist wieder drin. Jetzt zeige ich noch mal kurz, wie man ihn jetzt zusammenfalten kann. Den Schlüssel einmal wieder an der Antenne längs führen. Scuddy ist an. Das zeige ich jetzt nur, um zu präsentieren, dass wenn ich den Spannverschluss löse, um zusammenzuklappen, dass Scuddy sich komplett im System runterfährt. Jetzt löse ich den Verschluss. Wie man sieht, die Lichter gehen aus. Die Schwinge ist entriegelt. Jetzt wieder darauf achten, dass der Schnappverschluss unter dem Akku ausgerastet ist. Scuddy leicht nach vorne kippen, dass die Schwinge sich löst. Jetzt die Schwinge in die Hand nehmen. Scuddy nach vorne kippen. Leicht nach rechts einschlagen und den Lenker von sich wegkippen. Unten einrasten. Nach hinten kippen. Und jetzt den schwarzen Knopf vom Spannverschluss, vom Schnappverschluss lösen. Der Hebel fliegt runter. Alles rastet ein. Und ich kann Scuddy einfach als Sacker hinter mir herziehen. Für den Transport Spannverschluss lösen, Lenker runterschieben, leicht befestigen, nächsten Spannverschluss lösen, Lenker runterschieben, leicht befestigen und jetzt den Nasenklappbolzen hier ziehen, hinten entriegeln, 90 Grad drehen und dann wegdrücken. Kannst den Lenker runterklappen und damit man ihn nicht verliert, ihn einfach wieder durchs Loch stecken. Und fertig ist es.